Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Ich habe da was am Dickdarm, aber Krebs ist das nicht. So etwas sagen Patienten, bei denen der Arzt eine Divertikelkrankheit festgestellt hat, eine Divertikulitis. Divertikel, also Ausstülpungen im Dickdarm, hat jeder, aber in diesem Fall haben die sich entzündet. Und wie man das behandelt, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Georg Aschmuthat, er ist Chefarzt der Chirurgie an der Asklepios Klinik in Bad Oldesloe. Schön, dass Sie gekommen sind, Herr Dr. Aschmuthat. Ich bedanke mich. Sagen Sie mir, was genau ist da los im Darm bei der Divertikelkrankheit? Ja, Divertikel, wir hören das oft, Divertikel, Divertikulitis, das mischt sich manchmal auch so, zumindest beim Laien, manchmal aber auch so bei den Kollegen, dass die Patienten nicht genau sagen können, was ist da los in dem Darm. Viele vermuten dahinter eine Tumorerkrankung, etwas Bösartiges. Das kann man schon mal vorweg sagen, bösartig ist das nicht. Mhm. Es ist lästig, es ist leider häufig und es kann aber, das kann man vorab schon mal sagen, sehr gut therapiert werden. Sowohl operativ als auch konservativ. Das wollen wir an dieser Stelle gar nicht unterschlagen. Es gibt sehr, sehr viele konservative Behandlungsmöglichkeiten, die den Chirurgen, Gott sei Dank, heute auch außen vor lassen. Mhm. Die Divertikulitis, also die gutartige Entzündung des Dickdarmes, befällt in Europa meistens die linke Seite des Dickdarmes. Das ist nicht auf der ganzen Welt so. Mhm. Zum Beispiel in Asien ist es etwas verbreiteter, dass der Dickdarm sich auf der rechten Seite entzündet. Wie kommt das denn? Warum man das? Es hat hochwahrscheinlich genetische Gründe. Das ist aber auch eigentlich schon der einzige Unterschied. Mhm. Ansonsten kann man sagen, dass in Europa die Divertikelerkrankung etwa, und die Zahl klingt erschreckend hoch, aber es ist tatsächlich so, 60% der Europäer betrifft. Mhm. Nun werden die Europäer ja auch etwas älter zum Glück. Also es gibt viele Menschen, die die 30 überschritten haben und die unter Divertikeln zum Teil leiden, zum Teil auch nicht leiden. Also Divertikel sind einfach erstmal nur da. Es sind, wie Sie richtig sagten eingangs, gutartige Ausstülpungen der Schleimhaut des Dickdarmes, oft auf der linken Seite. Ja, Moment, also das sind Ausstülpungen nach außen. Nach außen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Darmpolypen, die stülpen sich aus nach innen. Genau, oder? Genau. Die Polypen sind natürlich schon sehr viel kritischer, weil die Polypen sind ja, jedenfalls nach dem derzeitigen Stand der Forschung, letztlich immer auch Vorstufen für Krebserkrankungen. Ja. Das ist bei den Divertikeln nicht der Fall. Ah. Die Divertikel sind immer gutartige Ausstülpungen der inneren Schleimhaut des Darmes nach außen. Warum können die sich nach außen stülpen? Die Darmwand hat, es ist ja ein biologisches Gewebe, Blutgefäße. Und es gibt kurze, gerade Blutgefäße, die die Darmwand an dieser Stelle durchgängig machen. Es ist halt eine Stelle, die, man nennt das, die Lateiner nennen das immer eine Stelle des geringeren Widerstandes, also locus minoris resistentiae, sagen die alten Lateiner unter uns. Das heißt, es ist eine natürliche Schwachstelle des Darmes. Da, wo ein Gefäß ist, da, wo ein Kabel aus der Wand kommt, ist die Wand nicht so stabil. Mhm. Und da hat die Dünndarmschleimhaut die Chance, sich nach außen zu stülpen. Mhm. Warum macht sie das? Ist zum größten Teil unserer Lebensweise geschuldet. Also unsere Ernährung ist nicht mehr so, wie sie zum Beispiel die Steinzeitmenschen hatten. Wir essen in der Regel ballaststoffarm, trinken zu wenig und in dem Darm herrschen Druckverhältnisse, die eigentlich für die Biologie des Darmes nicht geschaffen sind. Das heißt, der Darm neigt dazu, unter Stress zu geraten. Und an der etwas engen Stelle, wo der linke Dickdarm kurz bevor er in den Mastdarm übertritt, hat er eine besondere Engstelle, wir nennen das Hochdruckzone des Darmes. Und an dieser Stelle treten besonders häufig Ausstülpungen auf. Um dann nochmal bei der Ernährung zu bleiben, denn das ist ja immer der Wunsch von vielen, dass Absolut. Sie sagen, ach, ich ernähre mich einfach nur anders, dann passiert mir da auch nichts. Da haben Sie jetzt gerade gesagt, ballaststoffreiche Kost spielt eine Rolle. Ja. Was noch? Woran sollte man denken oder was sollte man vermeiden? Ich will ein Beispiel geben. Man kann sich das gut klar machen, wenn man sich die weltweite Verteilung dieser Erkrankung anschaut. Ja. In Europa, wie gesagt, haben etwa 60% der Menschen Divertikel. Ein Viertel davon bekommt eine Divertikulitis. Ist das schon mal beruhigend? Es sind nicht alle. Nicht jeder, der Divertikel hat, kriegt eine Entzündung. Etwa ein Viertel. Und davon wiederum ein Viertel bekommt Komplikationen. Das heißt, ein Abszess, eine schwere Entzündung, etwas, was zur Operation führt oder aber mit Antibiotika behandelt werden muss. Mhm. 60% ist, wie ich eingangs sagte, sehr viel. In Afrika zum Beispiel liegt die Zahl etwa bei 2 bis 6%. Das ist sehr wenig. Mhm. Und in Asien auch etwa nur bei 3%. Mhm. Mit Ausnahmen. In Japan haben etwa 20% der Menschen Divertikel. Warum? Es sind natürlich auch Asiaten, aber sie haben einen westlichen Lebensstil. Ja. Das heißt, die Basis der Erkrankung ist in der Tat der westliche Lebensstil. In Form von Fleisch zum Beispiel? Rotem Fleisch? Das ist ja oft so in Verdacht.
Ist im Verdacht, ja. Rotes Fleisch spielt aber so, das sagen jetzt die neuesten Studien, und zum Glück gibt es die, es gab lange keine großen Studien darüber, es scheint diese Mischung zu sein. Mhm. Zu viel Fleisch, zu wenig Trinken und zu wenig Bewegung. Und Rauchen? Bewegung. Rauchen sicher ist ein Kofaktor, aber wofür ist Rauchen gut? Ja, ja. Ne? Naja, das, bin ich mal sehr vorsichtig, den Patienten zu sagen, das rauchen Sie, ja, sehen Sie nicht. Das ist immer so ein bisschen, ja, ja. Klingt mal so ein bisschen nach Schuldzuweisung, Sie haben ja auch geraucht. Es kriegen eben auch Nichtraucher. Ja. Nicht? Ja. Und so in meinem persönlichen Erfahrung sehe ich da keinen Vorteil so für den Nichtraucher. Ich kenne viele Patienten, die wirklich nie geraucht haben und das bekommen haben. Okay, also Ballaststoffe, zu wenig Flüssigkeit, haben Sie gesagt. Und vielleicht also nicht so viel tierisches Eiweiß könnte unter Umständen auch der Fall sein, meinen Sie? Zum Beispiel, wir wissen jetzt zum Beispiel von, wir haben jetzt in Europa viele Einwanderer und die Schweden führen darüber sehr genau Buch und Protokoll und Studien. Die haben gefunden, dass die Einwanderer wegen einer Divertikulitis so gut wie nie ein schwedisches Krankenhaus aufsuchen. Die kennen diese Erkrankung kaum. Mhm. Aber nach einigen Jahren steigt diese Zahl. Das heißt, wenn die den dort vorherrschenden Lebens- und Ernährungsstil angenommen haben, bekommen auch diese Patienten eine Divertikulitis. Sie sind halt nicht nur, weil sie aus Afrika stammen oder aus Asien stammen, natürlich geschützt vor dieser Erkrankung. Mhm. Und das ist ein klarer Beweis dafür, dass unser Lebensstil diese Erkrankung ausbildet. Mhm. Woran merkt man denn, dass man so eine Divertikelkrankheit bekommen hat? Meistens, also die Divertikelkrankheit, also dass man Divertikel hat, merkt man erstmal so per se nicht. Aber wenn sie sich entzünden? Wenn sie sich entzünden, absolut. Wenn sie sich entzünden, kann das dramatische Form annehmen. Also meistens meldet sich die Erkrankung mit einem starken linksseitigen Unterbauchschmerz. Mhm. Die alten Ärzte haben das auch mal Linksappendizitis genannt. Mhm. Also das heißt, eine, auf der anderen Seite eine Appendizitis geht ähnlich los, nur auf der rechten Seite. Ein stechender Schmerz, ein plötzliches Unwohlsein. Das geht in der Tat ganz schnell. Ist tatsächlich so, gestern ging es Ihnen noch gut. Mhm. Und heute, als erstes überlegt man, habe ich was Falsches gegessen? Was ist denn das? Es sticht plötzlich links in meinem Bauch. Mhm. Wenn es rechts sticht, denkt auch der Laie, das kann der Blinddarm sein. Mhm. Spricht den Hausarzt an. Wenn es auf der linken Seite ist, ist die Zuordnung nicht immer so klar. Mhm. Nicht? Und wie kann ich das dann rauskriegen? Was ist da los? Viele, dadurch, dass wir in Deutschland natürlich eine sehr gute Bildgebung überall haben, das heißt, der Hausarzt kann sofort entweder selber gut sonografieren oder aber, wenn er mit seiner Sonografieerfahrung nicht so weit ist, schickt er zu einem Gastroenterologen, zu einem Darmspezialisten oder aber schickt den Patienten zum Röntgen, was der Goldstandard ist, ein CT, also eine Computertomographie des Bauches zu machen. Mhm. Und in der CT-Untersuchung sehen Sie sofort, ob die Darmwand verdickt ist, ob sich da Eiter gebildet hat, ob der Darm sogar geplatzt ist, das kann auch durchaus sein. Da ist in der Tat also der Goldstandard die Computertomographie. Mhm. Während ein versierter Ultraschalluntersucher sieht das auch im Ultraschall. Aber das kann man in der Tat nicht voraussetzen, dass das jeder dann auch mit der Sicherheit sagen kann. Im Ultraschall, ich spreche Sie jetzt frei davon, Sie haben das nicht. Das ist immer etwas schwierig. Gibt es denn Krankheiten, mit denen man das verwechseln kann, diese linksseitigen Schmerzen? Durchaus. Also es könnte sein, zum Beispiel linksseitig Unterbauchschmerz kann zum Beispiel dadurch kommen, man hat Nierensteine. Ein Nierenstein bewegt sich von der Niere, der Harnleiter läuft direkt neben dem Dickdarm, steckt dort fest, macht eine ähnliche Beschwerdesymptomatik. Ja. Wiewohl beim Nierenstein klassischerweise, das ist ja auch im Laiensystem doch verbreitet, der Patient ist eher unruhig, der Nierensteine hat. Mhm. Nicht? Der ist so getrieben, während der Patient mit der Darmerkrankung, mit Bauchschmerz, neigt eher dazu, sich hinzulegen, sich auszuruhen, sucht die Ruhe. Während der Nierenpatient ist unruhig. Mhm. Nicht? Das ist ja ein natürlicher Weg, vielleicht auch, dass dieser Stein sich weiter bewegt. Ja, nicht? Okay, das ist ein Unterscheidungsmerkmal dann für absolut. Den Arzt. Genau. Und dann vielleicht doch den Verdacht zu verstärken, dass es etwas mit dem Darm zu tun hat. Und dadurch, dass es ja eine sehr häufige Erkrankung ist, in Europa kommt man natürlich ziemlich schnell drauf. Ja, aber doch offenbar auch eine, die unbehandelt große Schwierigkeiten machen kann. Also nicht nur Schmerzen, sondern eben haben Sie auch gesagt, die können sogar platzen. Ja. Platzen würde für mich bedeuten, man könnte sich vielleicht daran auch vergiften oder geht es da schon zu weit? Geht so weit, es ängstigt natürlich Patienten, aber in der Tat natürlich, das kann ja auch schon bei der banalen Blinddarmentzündung passieren, dass der Darm reißt. Ja. Das ist natürlich die schlimmste Komplikation, die passieren kann, diese Perforation. Ja. Nicht? Also man muss sich das in Abstufungen vorstellen. Der Dickdarm kann entzündet sein, in dem Moment verdickt sich einfach nur die Darmwand, es macht Schmerzen, es macht Unwohlsein, es macht eine Unregelmäßigkeit im Stuhlverhalten. Mhm. Der Patient geht zum Arzt, er nimmt Blut ab, er sieht erhöhte Entzündungszeichen, veranlasst entweder die Bildgebung und teilt ihm dann mit, ja, ihr Dickdarm ist entzündet. Mhm.
dann sagt der Patient natürlich, würde ich auch sagen, was heißt das jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja. Nicht? Wenn sich da noch kein Abszess gebildet hat, das heißt eine Eiteransammlung neben dem Darm, und der Abszess muss eine bestimmte Größe haben, damit ich sozusagen aktiv werde und sage, der muss jetzt unbedingt zum Chirurgen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn sich kein Abszess gebildet hat und der Darm nicht gerissen ist, kann man in der Tat mit einer Antibiotikabehandlung dem Patienten sehr, sehr gut helfen. Tatsächlich? Nur einfach Antibiotika? Ja. Muss der noch was anderes machen? Ich habe gehört, auf Essen verzichten, Null-Diät? Null-Diät eigentlich nicht. Er sollte vielleicht 2 Tage lang sich vorwiegend flüssig ernähren. Es reicht aber, wenn er etwas Brühe trinkt oder so, wenn er viel Energie braucht, könnte er auch so ein bisschen Astronautenkost zu sich nehmen. Ja. Das kann man ja auch so in der Apotheke kaufen. Ja. Ist frei verkäuflich. Das könnte der Patient machen. Es, sage ich mal so, vor 20 Jahren war es üblich, den Patienten absolute Nahrungskarenz, das heißt Verbot, jegliche Aufnahme von Nahrung, das macht man heutzutage nicht mehr. Weil man weiß, er verliert dann auch an Energie, der Dünndarm arbeitet nicht mehr richtig und das ist gar nicht so gesund. Mhm. Nicht als, wenn er viel trinkt und sein Antibiotikum nimmt, ist er eigentlich so nach 2 Tagen schon fast über den Berg. Nicht? Über den Berg würde dann heißen, dieses Mal Glück gehabt? Dieses Mal Glück gehabt, absolut. Ja. Was heißt das dann für ein mögliches nächstes Mal? Bin ich dann prädestiniert, es wieder zu bekommen? Prädestiniert nicht, aber es kann passieren, dass es wiederkommt. Und das ist gut, dass Sie das ansprechen. Früher hat man immer gedacht, von Schub zu Schub wird das immer schlimmer. Ja. Und irgendwann, naja, so über den Daumen, wenn Sie das 3. oder 4. Mal das gehabt haben, dann müssen Sie operiert werden. Mhm. Heute weiß man aus den Studien, die Gott sei Dank mittlerweile vermehrt existieren, dass das gar nicht stimmt, sondern dass tatsächlich der gravierendste Schub in der Regel der erste ist. Mhm. Und wen trifft es hauptsächlich? Das weiß man auch inzwischen. Meistens sind es Männer, sogar jüngeren Alters, Männer unter 50, die adipös sind, also sehr übergewichtig sind. Das ist die Hauptrisikogruppe zurzeit. Die Bewegungsmangel haben, sich nicht optimal ernähren, die starkes Übergewicht haben. Wenn die so einen Schub bekommen, auf die muss man besonders achten, weil der ist oft gravierend bei denen. Jetzt haben wir über eine konservative Therapie geredet, also Antibiotika plus Zurückhaltung bei der Nahrung oder flüssige Nahrung. Wenn Sie jetzt operieren müssten, weil es immer wieder kommt zum Beispiel, wie sieht das dann aus? Nehmen Sie dann das betroffene Teil des Darms raus? Ja, genau. Muss das, das sein? Das ist das, was man dem Patienten auch erklären muss. Der fragt natürlich so, ich habe das jetzt 5-mal gehabt. Ja. Ich habe eventuell sogar, wenn der Patient, nehmen wir an, er hat jetzt eine Divertikulitis gehabt, das ist so, die Entzündungszeichen sind gut zurückgegangen, die Antibiose hat gegriffen, er ist, sag ich mal, 50 Jahre alt, was empfehle ich dem jetzt? Würde ich denen immer sagen, machen Sie 6 Wochen nach diesem Ereignis eine Darmspiegelung. Wenn man dann in der Darmspiegelung sieht, dass der Darm an dieser Stelle durch die Entzündung zum Beispiel eine Engstellung hat oder sich in irgendeiner Form gravierend verändert hat, dann kann man zum Beispiel zur Operation raten. Oder der Patient sagt, ja, die Entzündungszeichen sind zwar weg, aber ich fühle mich nicht wohl. Ich habe mein Stuhlgang ist sehr dünn, ich habe häufig Durchfälle, ich fühle mich nicht mehr gut. Und was kann ich tun? Dann kann man diesem Patienten in der Tat eine Operation vorschlagen. Oder aber natürlich, wenn sich gravierende Komplikationen, der Darm kann auch, was wir nennen, fisteln. Das heißt, er kann eine entzündliche Verbindung bilden, zum Beispiel zur Blase. So, dann, das sind absolute Indikationen, dass man dem Patienten eine Operation dringend empfehlen muss. Und bei dieser Operation nehmen Sie dann einen Teil des Darms aus und setzen das einfach den sogenannten krummen Teil des Dickdarmes, das Sigma, also nach diesem griechischen Buchstaben Sigma, nicht? Das ist immer so ganz bildlich, kann man sich gut vorstellen, der macht unten noch einen scharfen Knick, der Darm. Und dieses geknickte Darmstück, die sogenannte Hochdruckzone des Darmes, das ist, jetzt muss man entschuldigen, vielleicht etwas sehr mechanistisch gedacht vom Chirurgen, aber so kann man es auch dem Patienten gut erklären. Das heißt, bevor der Stuhlgang in den eigentlichen Mastdarm übergeht, muss da eine Enge passieren. Und da ist der Druck sehr hoch. Und wenn wir jetzt, wir haben natürlich, wir Europäer, immer halt sehr viel Stuhlgang in unserem Darm, weil wir tüchtig regelmäßig essen und unseren Darm auch durch zu wenig Bewegung und zu wenig Trinken oft mit dieser Last ziemlich alleine lassen. Und er muss diesen Stuhlmasse da alleine durchkneten. Und das ist an der Stelle, führt es dazu, dass sich Ausstülpungen bilden, die Ausstülpungen entzünden sich, so. Und dann wird dieser Teil entfernt. Wenn der Patient fragt, oh Gott, wie viel verliere ich denn da? Ja. Kann man ihn beruhigen, weil wir alle haben etwa, so unterschiedlich wir sind, aber wir haben alle etwa 1,20 Meter Dickdarm, was viel ist. Der Dickdarm entzieht ja dem Stuhlgang Wasser, das ist seine Hauptaufgabe, etwa 1,5 Liter Wasser pro Tag. Pumpt er zurück. Wir sind sparsam von der Natur aus gestaltet, also wir müssen eigentlich nicht so viel trinken. Wir kommen mit dem Mangel zurecht. Wir dürfen nicht so viel essen. Daran hat die Natur nicht gedacht, dass wir mal an eine Zeit kommen, wo uns das Essen so reichlich zur Verfügung steht. Nicht? Das mit dem Trinken ist besser geregelt, also der kann dem noch ordentlich Wasser entziehen. So,
20 Zentimeter Darm, sage ich dem Patienten, verlieren Sie. 15 bis 20 Zentimeter. Sie haben also noch reichlich. Das ist dann erstmal, gibt auch eine gewisse Entlastung. Ah, ja. Gott sei Dank, ich habe gedacht, die Hälfte ist weg von dem Darm. Ja, ja. Oder die nächste Frage ist dann, brauche ich einen künstlichen Darmausgang? Genau, das wäre auch meine nächste Frage. Nicht? Wenn denn die OP denn gut gegangen ist, absolut. Man ist wieder im Krankenzimmer, was ist da anders? Habe ich dann einen künstlichen Darmausgang? Absolut, nein. Also ich sag mal, klingt jetzt ein bisschen großspurig, aber zu 99% nein. Da müsste bei der Operation irgendetwas Gravierendes anderes entdeckt werden, dass man einen künstlichen Darmausgang davor schaltet oder diesen Darm erstmal ausleitet. Nicht? Ja. Ach so, auch nicht vorübergehend. Ist nicht so, dass man eventuell direkt nach der OP einen künstlichen Darmausgang hat. Oh, schreck, aber nachher wird das. Darauf bereitet man eigentlich nur Patienten vor, die jetzt zum Beispiel mit einer starken Vereiterung, mit einer sogenannten Peritonitis, mit einer hochgradigen Bauchfellentzündung bereits ins Krankenhaus kommen. Ja. Also typisch der Patient, der sich wodurch auch immer nicht ins Krankenhaus getraut hat oder er ist vielleicht alt oder dement und man bringt ihn zu spät, man hat es irgendwo in der Heimunterbringung vielleicht nicht so beachtet. Und man weiß, in diesem entzündeten Gebiet heilt eventuell eine neue Darmverbindung schlecht. Dann würde man sich vorübergehend für einen künstlichen Darmausgang entscheiden. Mit der guten Option, in spätestens einem Vierteljahr diesen Darm dann wieder unten anzuschließen, also zurückzuverlegen. Also, das kann man dann fast immer machen und kann man dem Patienten auch sicher zusagen, dass das geht. Und wenn die OP gut geht, wenn diese Schwierigkeit nicht auftaucht, vorübergehend einen künstlichen Darmausgang zu legen, wann bin ich wieder so wie neu oder so wie früher? Kommt darauf an, wie aktiv Sie sind. Nicht? Es ist ja heute, wir nennen das ja so Fast Track, das klingt als ein bisschen englische Schlagworte, das heißt, der Patient soll möglichst schnell nach der Operation wieder mobil werden, er soll schnell wieder Kost aufgebaut werden, er soll schnell wieder in seinen Alltag zurück. Früher war ja ganz anderes Denken. Der Patient soll 10 Tage lang möglichst ruhig im Bett liegen, bis dann der Arzt kommt und die Fäden zieht und dann mal vorsichtig aufstehen, vielleicht so ab dem 8. Tag etwas essen. Mhm. Das ist heute ganz anders. Frühzeitig aufstehen, idealerweise noch am Abend des OP-Tages, das ist manchmal ein bisschen viel verlangt, aber am nächsten Tag sollte der Patient aufstehen, mit Hilfe natürlich. Er sollte auf jeden Fall etwas schon getrunken haben, das kann er schon am Abend der Operation machen. Und er könnte am nächsten Tag auch anfangen zu essen. Mhm. Es liegt daran, man hat natürlich nicht so viel Appetit. Es ist ja ein gewisser Appetitzügler, ist es ja, wenn man operiert ist und liegt im Krankenhaus. Vielleicht ist das Essen auch nicht so toll, aber er kann im Prinzip eine Suppe, eine Milchspeise, einen Joghurt, kann er sofort essen. Das ist sogar gewünscht, damit der Darm in Bewegung bleibt, trainiert wird. Die Vorstellung früher war immer, wenn ich jetzt etwas esse, dass dann diese neu geschaffene Darmverbindung leidet. Ja. Bis aber der Stuhlgang da unten angekommen ist, ist er sozusagen dann auch schon, da passiert nichts. Er wird ja nicht unmittelbar belastet. Das ist ja nicht keine Operation an der Speiseröhre oder am Magen, wo direkt sozusagen die Speise reinfällt. Mhm. Das dauert eine Weile, bis der Stuhlgang da unten ist. Also er soll ruhig essen, damit der Darm seine natürliche Beweglichkeit, er muss wissen, der Darm, ich muss wieder ran, ich muss wieder arbeiten. Mhm. So wie das Herz pausenlos schlägt, ist ja auch der Darm bei uns ständig in Bewegung. Genau. Und das nutzt man, indem man sagt, postoperativ, also nach der Operation, möglichst schnell wieder in den alten Bewegungstrott kommen. Genau. Das ist ganz wichtig. Und Sie sind dann, was Sie vorhin fragen, wann bin ich wieder fit? Also ich würde mal sagen, um und bei alle Patienten in einen Topf genommen, so zwischen 40 und 70, nach 3 Wochen ist man eigentlich wieder der Alte. Ja, wunderbar. Vielen Dank für dieses interessante Interview. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com oder auf YouTube oder auf Facebook. Werden Sie gesund.